Willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Das hier habe ich immer als Kind gespielt. So ist das Kind wirklich. Ich habe einmal ganz kurz ins erste Level reingeschaut, deswegen steht hier Spiel fortsetzen. Um zu gucken, ob alles läuft. Eine kleine Testaufnahme gemacht. Irgendwie 5 Minuten oder so. Aber hat funktioniert. Und deswegen machen wir hier ein neues Spiel. Wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich hier die Creeper FX Mods drin, diese neueste Version davon. Immer Grins. So, jetzt. Im Reich der Freude gelegen. Die Bewohner von Immergrins leiden lediglich unter schmerzenden Gesichtsmuskeln und nicht an Milzbrand, wie wir hofften. Immergrins ist ein ekliges Land, voll guter Laune und freundlicher Neckerei. Wie gesagt, habe ich schon ewig nicht gespielt. So, das Wichtigste ist die Möglichkeit, Gold zu lagern. Ach ja, ich erinnere mich. So. Was? So, ups. So. Schatzkammer. Bauen wir einmal hier hin. Ist das noch? Ja, das, die Stimme mache ich ein bisschen leiser. Das auch. Ach, ich mache alles hier so. Ne, das so. Als erstes sollt ihr ein Schatzkammer bauen. Ja, das habe ich ja. So. Gut. Ups, so. Das Ding brauchen wir auf jeden Fall. Um Zeiger wieder in die Hand des Bösen zu wandeln. Ja, das habe ich gerade schon gemacht. Sehr schön. Okay, die Stimme kann ein bisschen lauter. Du müsst aus einem Teil eures Dungeons ein Versteck machen. Im Verstecken können sich eure Kreaturen ausruhen. Ausruhen, ja, das Gebiet, in dem eure Imps Goldruhen haben, ist eine ideale Möglichkeit für einige Kreaturen. Okay. So. Einmal Maus ein bisschen langsamer machen, Ein weil. Eingang wurde erobert. Ah, der Eingang war das. War zu schnell. Euer erster Gegner ist angekommen. Es ist eine Fliege. Sie spuckt ätzenden Magenhalt auf eure Gegner. Um die Flügel ermöglichen dem abscheulichen Insekt auch den schnellsten Eindringling den Weg abzuschneiden. Sehr schön. Das war die Hühnerfarm, ja. Die machen wir direkt mal hier hin. So. Nee, weniger. So. Das wird die Hühnerfarm. Ach ja, und die Wasser, und die schön rumschwirren. Hiermit konnte man, glaube ich, in die Viecher reingehen. Jo. Schauen wir uns mal um hier.
Okay. Dann kommt hier jetzt die Hühnerfarm. Warum hat sich das gedreht? Aha, Maus rausdrücken und drehen. Ich möchte das wieder andersrum haben. Naja. So. Ims verstärken eure Wände damit, einfangen sie nicht durch Bodenbrennen. Wenn ihr mehr Ims haben möchtet, geht zum Forschungsmenü, wählt den Zauberspruch Imp erstellen und links irgendwo. In den Dungeon. Jeder weitere Impf kostet mehr als der vorherige. Okay. Gut zu wissen. Forschungsmenü. Ich muss nie tun. Ups. Falsche Maustaste. So, das reicht. Da kommen sie schon an. Was ist das hier? Ach, die Karte. Die Karte habe ich früher als Kind nie benutzt. Eindringlinge, sie suchen nach Schwachstellen in der Verstärkung, um sich in euren Dungeon Einlass zu verschaffen. Ihre weiße Spur auf der Karte zeigt ihr Vorwärtskommen. Klickt auf das Icon, um ja gut. Wir können noch behilflich sein, oder nicht? Sie würden jetzt eh hier rumgehen, bis sie hier hinten sind. Machen wir hier auf. Oder machen wir hier auf. So. Ups. Eure Hier. Kreaturen werden angegriffen. Sehr schön. Ein langer Weg. Hier waren die auch schon drum. Okay. Okay. Hier kommt es durch. Das kommt schön in die Eure Schatzkammer. Untergebenen tragen den Sieg davon. Okay. Zack, zack. Sehr schön. Hier riesiger Raum. Euch besiegen. Und hier oben kommt er. Okay. Leute.
Gut. Die machen das schon. Eure Arbeit hier ist getan. Es gibt jetzt keinen mehr, der euch noch davon abhalten könnte, dieses widerliche Land zu vernichten. Und euer eigenes Reich. Okay, wir wollen Leertaste, um zum nächsten Königreich zu kommen. Gut. Dunkelbach. Krieg und Krankheit haben dieses Land. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Markus, mach ich mal LP. Das haben Bescheid, weiß. Machen wir das zweite auch noch direkt, ne? Nettstadt. Ein grauenhafter Witz einer Stadt, deren wohlhabende Bürger weder Sorgen noch Klagen haben. Traurigerweise sind sogar die Kinder glücklich und sicher. Der Grund dafür ist, dass man nicht für nicht begangene Verbrechen bestraft wird. Gehen wir mal hin, ne? Erinnert euch daran, was ihr in Dunkelbach gelernt habt. Ihr müsst eine Schatzkammer, ein Versteck und eine Hühnerfarm bauen und einen Raum. Ups. Benutzen. Baut eure Räume mindestens 9 Fliesen im Quadrat, um die Effektivität zu steigern. Ah ja, ups. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ja. So. Das wird unsere Schatzkammer. Ja, muss ich. Mann. Oder soll das hier die Schatzkammer werden? Ja, das hier mag ich zum Trainingsraum, glaube ich. Noch ein weiter hier, dass der Raum schön groß wird. Sehr schön. Ja, der Eingang. Ach, hier ist auch noch Gold. Gut, machen wir gleich. Machen wir hier erstmal die Hühnerfarm hin. Eine Schatzkammer bauen, um Gold zu lagern. Okay, die kann auch länger werden. So, hier Hühnerfarm. Das wird die Schatzkammer. So geht es auch. Sehr schön. Wusste ich gar nicht. So, machen wir das mal. Obwohl. So. Oder so. Vielleicht brauche ich noch ein paar mehr Ims. Ups, falsche Taste. Ich
Einmal. So. Okay. Ach ja, vergessen. Da warten wir noch mal ganz kurz ab. Oder so. Schade, dass ich jetzt erst herausgefunden habe, wie das funktioniert. Wusste ich als Kind nie. Okay. Die Hühnerfarm. Sehr schön. Ach was. Geil. Eingang. Jetzt habe ich den Trainingsraum. Und den mache ich mal. Ihr habt die Kontrolle über einen neuen. Ja, hab ich schon gesehen. Hier kann ich trainieren. Doch so. Und nochmal mit hier lang. Ja. Mal schauen, ob es hier noch was Schönes für mich gibt. Nee. Sehr schön. Der Plan erfüllt sich kontinuierlich. Keeper. Nee, kontinuierlich Keeper, so. Aber erlaubt euren Imps die Wände auf Dungeon zu verstärken. Ja und? Könnt ihr auch gerne machen. Müsst ihr sie im Trainingsraum absetzen. Die Zahl, die gelegentlich in den Kopf einer Kiste erscheint, zeigt an, wie viel es gekostet hat, sie zu trainieren. Okay. Ein Trainingsraum sieht noch ihre Kreaturen an, zum Beispiel Dämonen, Echsen. Baut einen Trainingsraum und diese Kreaturen werden kommen. Okay, das hier. Ihr könnt Kreaturen schneller trainieren, indem ihr sie im Trainingsraum vertrimmt. Aha. Du. Achso, nein, du nicht. Hier wird nicht geschlafen. Hier, schön schlagen.
Wo wollen die denn jetzt hin? Ach, essen, oder? Ach nee, die wollen besorgt werden. Hab ich auch noch nie gesehen. So, schön trainieren hier. Sehr schön. Das läuft doch hier alles. Schatzkammer recht gefüllt. Dann schauen wir uns hier mal um. Aha, hier war das. Wie sich das mit mir mitdreht. Naja, so wie es früher halt war, ne? Die Hühnerfarm habe ich noch nicht gesehen. Okay. Es sind bereits ein paar Helden unterwegs. Vergewissert euch, dass eure Kreaturen gut trainiert sind und sich für den Angriff bereithalten. Die Helden, denen ihr diesmal gegenübersteht, sind stärker als die von Dunkelbach. Endlich hat sich das schon wieder gedreht. Nee. Was ist das? Ach, Option. Geht weg. Na gut. Machen wir so. Ich höre die doch schon wieder. Ja, hier. Die haben doch schon wieder der Regen. Lassen wir die noch mal ein bisschen hämmern, damit die hier trainieren können. Okay. Na gut. Dann lieber so rum. Wo sind die? Ach, jetzt renne ich hier unten rum. Hämmern die sich einfach durch meine Höhle durch hier. Oder durch meinen Berg eher. Thank you.
Ja, mach mal auf, Leute. Hier lang. Die merken das gar nicht. Sehr schön. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Hier ist Wasser. Wahrscheinlich kommen die von da. Oder von hier. Naja. Jetzt sind die hier hinten. Ja, deck das mal auf, mal fliegen. Ach, okay, die kommen wohl von hier. Euer Gegner ist durch eure Wände gekommen. Mhm. Na gut. Jo. Jetzt kommt er. Okay. Auch von hier, oder? Ja, auch von da. So, der Ritter ist gleich bestimmt tot. Sie waren wohl doch keine Herausforderung für eure Truppen. Genau. Ach ja, der hat das sogar das. Dusterwald. Die überlebenden Bürger haben zum Abnagen mehr auf ihrem Teller als Höllenhunde mit drei toten Abenteurern im Napf. Allerdings haben nicht viele Bürger überlebt. Mhm. Okay, dann hätten wir eine halbe Stunde rum. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen.